Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Little Farmer. Jo, endlich langes Wochenende. Dieses Wochenende ist FarmCon, da wollte ich eigentlich auch hingehen, aber ja, wenn das Video kommt, das ist sowieso wieder ein paar Wochen später. Ich weiß jetzt nicht, ich muss jetzt noch ein paar Sachen, habe ich schon erledigt oder nicht, nur kurz für euch zur Info. Ich habe euch auch noch einen Beitrag geschrieben. Ich muss jetzt noch ein paar Sachen privat regeln. Das war mir jetzt so wichtiger, wie den Vertrag mache mit dem schnellen Glasfaser. Da muss ich jetzt erst noch kündigen. Ich habe neu geschaut, wie lange da die Kündigungsfrist ist. Ich setze mal 4 Wochen oder so und dann den neuen Vertrag mache. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade ein paar wichtigere Sachen gehabt, privat, wie der neue Vertrag mache für Glasfaser. Genau, ja, herrlich, schönes, geiles Gespann. Wir werden heute Milch verkaufen. Wir haben jetzt 730.000 Liter Milch im Stall. Dann werden wir den Deutsch schnappen, werden die Gabel nehmen und unten bei den Bienen den Honig auch verkaufen gleich. Na, ist jetzt auch weg. Ja, ich schätze mal, da haben wir so um die 100.000 Euro. Dann würde ich sagen, stocken wir mal auf 40 Kühe auf. Weil wir haben ja die eine Grasfläche dazu genommen. Die ist, glaube ich, auch direkt hinterm Betrieb, da die 80, genau. Ja, da steht ordentlich, habt ihr ja gesehen, letzte oder vorletzte Video, ich glaube, letzte Video war es. Ja, da steht ordentlich Matte drauf. Holen wir runter, das geht aber ins Silo. Das ist das Einzige, was ins Silo geht. Dafür machen wir jetzt nochmal 2 Felder Gras frisch und 2 Felder Heu. Ja doch, die müsstet eigentlich... Ja, muss ich schauen. Ich hoffe, dass das auch noch reif wird. Also die 99 ist reif, die 123 und die 118, die sind auch schon reif. Ja, die muss auch noch mal reif werden. Ich habe die ja gestrickelt und gespritzt. Von dem her, da kommt dann wahrscheinlich auch noch mal ordentlich Ertrag runter. Halt, bleiben wir kurz drin. Ich habe denn nur ein Feld, wo waren jetzt das nochmal genau, wir sind da runtergefahren. Genau, die 85, da war der Sonderbahn drauf. Dann habe ich gesehen, wo ich da unter war, da gibt es eine kleine Schuppe. Wenn uns Platz ist aus... Ach komm Leute, wir rennen doch kurz dahin. Da seht ihr mal kurz den Schuppe, was für einer das ich meine. Genau der da. Wenn uns der Platz für Maschine reicht oder so, kauft man den dazu. Der kostet, glaube ich, 123.000 Euro. Ich glaube... Nee, wir kaufen den dazu, bevor wir irgendwie... das wird sie meinen, in deinem Projekt ich gebe, dass ich irgendwo Maschinen unterstelle auf Fläche, die mir nicht gehören. Ich werde die kaufen und dann werde ich Maschinen unterstellen. Aber jetzt zum Beispiel auf dem Nachbarhof, dass ich da einfach Maschinen hinstelle, weil ich auf meinem eigenen Betrieb keinen Platz habe. Das gibt's in dem Projekt nicht. Ich habe euch schon öfters jetzt erzählt, wie ich das Projekt spielen möchte. Ich musste unter in die Videobeschreibung reinschreiben, wie ich das Little Farmer Projekt ab jetzt immer spielen möchte. Ja, ich hab Bock drauf. Das macht mir jetzt auch richtig Spaß, Ziel sich zu setzen. Ja, ich denke mal auch, das gibt jetzt auf der Ellerbach so um die, also 100 Folgen wird, ja, doch, könnte 100 Folgen hinkommen. Ich habe beim Jogi gesehen, der hat ja auch, der spielt ja auf der Ellerbach und auf dem einen Betrieb hat er 40 Kühe. Der hat jetzt, glaube ich, 40 Kühe und glaub, knapp 500, 600.000 Liter Gülle und da war die Güllegrube schon fast voll. Deshalb vermute ich, dass da ungefähr in die Stallanlage ca. so 1 Million Liter reingeht. Ja, jetzt lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, sollte die Grube voll wäre und ihr wisst nicht mehr, wohin mit der Gülle, müssen wir Biogasanlage laufen, weil da möchte ich auf realistisch gehen. Ein normaler Landwirt, der einen Betrieb hat, der lässt der Gülle auch nicht einfach aus der Grube rauslaufen auf die Straße oder was weiß ich wohin. Der muss sie halt dann auch in die Biogasanlage bringen oder auf die Felder. Aber gut, wenn du gerade aktuell keine Felder hast zum Düngen, dann ist es halt schwierig. Im Real ist es noch einfacher, da kannst du halt nochmal eine zweite Fuhre drauf fahren. Jetzt hier im Spiel funktioniert das halt nicht. Und bevor ich die Gülle irgendwo auf dem Feld ausbringe, du kannst sie schon ausbringen auf den Felder, die geht schon aus dem Fass raus, aber die hat dann halt eben keine Wirkung, dass es besseren Ertrag gibt oder sonst irgendwas, die ist halt dann einfach weg. Also bevor ich sowas mache, wird sie bei mir an Biogasanlage verkauft. Dann müssen wir die eben dazu kaufen. Genau, das Fass haben wir uns gekauft. Das kann aber nur Milch und Wasser. Das ist reines Fass für Lebensmittel. Deshalb habe ich es auch schwarz gemacht, damit wenn Sonne drauf, bei uns eigentlich silberne. Halt mal ein bisschen zurückgehen. Und mal kurz neu einstellen.
Ja, passt. Genau, super. Jo, dann würde ich sagen, Gangeilege wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Sind wir gerade da? Ja, probiere, ob es überkleidet wird. Ah, ich muss da oben die Abdeckung öffnen. Jetzt. Okay, super. Die ganze Zeit denkt, es gibt doch gar nicht. Wieso? Letter halt über. Jetzt funktioniert es. Okay. Ja, ich denke mal, da können wir, 20.036 können wir zweimal fahren. Und der beste Preis gibt natürlich Bäckerei, die ist direkt gegenüber von uns. Also, keine weiteren Fahrwerke, das ist natürlich schon mal sehr gut. Tippitoppi. Jo, da wird's bis... Au, au, da wird's eng. Jo, 80.000 Euro haben jetzt mit der ersten Fuhre auf dem Konto. Ich muss jetzt auch gerade schauen, wie ich da am besten drauf fahre. Von der einen Seite hat der Zaun keine Kollision. Von dem her ist es von der einen Seite super. Da wird er schön ums Eck rumfahren. Die Klappen sind ja schon off. Ah. Der Kerl hat wieder Klappe vergessen. Milch einladen. Das sind, glaube ich, auch nochmal fast ein kompletter Tank voll. Ne, ja, 16. Ja, genau. Ich ganz voll. Klappe zu. Ja, ich dachte, da so Fliege rein, fliege in die Milch. Das wäre nicht so toll. Dann kriegen wir bei der Molkerei Abzüge, wenn wir fliege in der Milch. Es braucht kein Mensch Fliege in der Milch. Doch die Vegetarier, die können Fliege brauchen. Jo. Ah. Mensch, jetzt siehst du doch, dass du dich vorwärts hast, Mensch. Kannst du kaum warten. Ja, normal sollte ich jetzt aber, hätte ich jetzt andersrum fahren sollen. Komm, wir probieren es mal von der Seite. Ist da mal aber komplett ausholen. Damit ich da um den Zaun rumkomme. Da einschlage. Schau, ob das mir reicht. Ja, das sieht besser aus. Es sieht besser aus wie vorher. Jo, perfekt. Ja, und raus damit. Ja, Leute, herrlich, wie das Geld hochgeht. Sauber. Schön. So gefällt mir das. Ja, ich würde sagen, dann kaufen wir uns doch gleich die nächsten 20 Kühe. Die lassen wir uns gleich an Betrieb liefern. Ja, die kaufe ich halt einfach an dem Trigger. Aber dann die nächste Kühe, die werden wir dann im Hänger holen beim Viehhändler. Danach holen wir jetzt noch bei den Bienen den Honig mit dem Deutz. Und dann würde ich sagen, geht's weiter mit dem zweiten Schnitt auf dem einen Feld, dass wir da schon einen Schnitt nochmal runterholen. Vielleicht haben wir sogar Glück, dass wir dort auf dem einen Feld nochmal einen Schnitt runterholen können vor Winter. Ah, Leute, 37.558.
und 848 Euro Umweltbewertung. Wie geil ist das, Leute? Jo, da können wir uns gleich mal Nummer 20 Kühe kaufen. Jo, ich würde sagen, jetzt so langsam läuft's. Da brauchen wir uns jetzt keine großartige, ja, weiß Geld sorgen, nee. Wir haben schon noch einen riesen Kredit, den wir abzahlen müssen. Das sind über 800.000 Euro. Aber hey, das kriegen wir alles hin. Genau, aber das werden wir machen, dass wir da jetzt einfach über den Hof fahren. Das ist eigentlich ja nichts Schlimmes, einfach über den Hof fahren. Weil ich muss auch irgendwie schauen, dass ich irgendwie auf die Molkerei komme. Ihr seht ja, wie eng das Ganze ist. Wie man da rangieren und zirkeln muss. Aber hey, das ist das, was mir Spaß macht. Wenn ich da schaue wieder, jetzt habe ich doch das Gewicht ankurbel und bleib da einfach an dem blöden Stutzer hängen. Kann doch nicht wahr sein. Okay, genau, ich setze einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann wieder an der Honigverkaufsstelle. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie weit wir mit der Zeit sind. Es hat jetzt wahrscheinlich auch wieder einige Timelapse-Folgen gegeben in dem Video. Mal schauen, wo wir sind. Ansonsten geht es dann schon weiter mit dem zweiten Schnitt. Genau, da werde ich mir Butterfly mieten, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, obwohl es sind eigentlich, was sind das, glaube ich, 1,5 Hektar. Ja komm, nehmen wir mehr jetzt noch mit unserem Mähwerk, dann sehe ich einfach mal, wie schnell wir sind. Dann kann ich dann immer nur entscheiden, gehen wir auf ein wartet mal kurz. Ich habe ja gesagt, letztes Mal, wir steigen mal kurz aus, ausschalten. Halt, ich musste, ne halt, den Motor lasse ich aus. Das ist schon ein bisschen blöd gemacht. Ich muss den Motor einschalten, dass ich die Tür aufmachen kann. Aber ich lasse die zu, weil ich, die kann ich von außen schließen. Genau. Ich habe ja gesagt, dass wir keine Wiesenfläche mehr dazu nehmen. Schauen wir jetzt gerade mal. Wir haben jetzt die 99, die 80, die 123, 118 und ja, die 80, genau. Das sind insgesamt jetzt, ich glaube, 4, 5 Hektar Gras, so irgendwas. Das hat, glaube ich, 1,5 Hektar. Zeigt das mir das da an? Komm doch bei Landfläche. 1,3, das sind knapp 2 Hektar. Jawohl, wenn wir mal Mais drauf machen, wir werden auch von der Ackerfläche immer wieder mal Grasfläche dazu nehmen oder mal mehr Gras machen, ein bisschen weniger Ackerfläche oder andersrum. Komm. Komm, wir gehen gleich auf Butterfly. Ich fackel da jetzt lang rum, überlege und mache und tue und soll ich doch nicht oder soll. Komm, das geht weg. Wir kaufen unser Butterfly. Wir haben jetzt genug Geld auf dem Konto. Dann schaue ich nachher, was ich noch an Kühe kaufen kann. Also das geht weg. Kaufen, ja. Ja, ich tue da nicht lang rum überlege und soll ich oder soll ich doch nicht oder ne, weg mit. Jetzt kaufen wir unser Butterfly. Klar, wir kaufen jetzt das größte Butterfly. Wir kaufen unser kleineres, so, das ist eine Gferneland. Wo haben wir denn Mähtechnik? Das eine Gferneland hat, glaube ich, auch um die 8 Meter Arbeits... Wo haben wir denn Mähtechnik? 8 Meter Arbeitsbreite? Da haben wir sie. 8 Meter Arbeitsbreite, von dem her, da, das habe ich gemeint, das Kuhn, it Gferneland Kuhn. Oder das Pöttinger, was hat das Pöttinger? Ah, das hat auch schon wieder 10 Meter. Alter Verwalter. Das hat 8,30 Meter, das wäre ideal. Schau ich gerade mal, ob ich das als Mod habe. Kuhn, da. Das hat 8 Meter... Hä? Das hat 8,80 Meter und das andere hat 8,30 Meter. Das ist doch auch das FC883. Ah, nee, halt. Das ist auch ein Mod. Nee, das ist sogar noch größer. Gerade schaue das. Das Kuhn, das ist aus dem Mod-Hub. Oder halt, das ist im, ja, Vanilla. 8,30 Meter und das hat 8,80 Meter. Ja, komm, dann nehmen wir halt einfach das. Das Kubota hat nämlich auch schon wieder 10 Meter Arbeitsbreite. Ja, die haben 4,40 Meter. Komm, wir nehmen das eine Kuhn. Wir haben sonst schon mal nichts. Das große Krone, ja, das kommt bei mir auf Little Farm mit in Frage. Für mich sind die, ja, genau, komm, das nehmen wir mal nicht lang rum, überlege und mache und tue, Arbeitsgeschwindigkeit 22 Stundenkilometer, ja doch, das könnte, doch, das denke ich mal, dass das heute auch, ja, die sind heute immer mit, wenn ich so die Videos anschaue, die reale Videos, die sind ja teilweise mit den heutigen Mähwerken mit der Geschwindigkeit unterwegs, wo ich denke, muss der schon Wahnsinn. Okay, dann würde ich sagen, wir schnappen uns den Deutsch. Ich setze einen kurzen Cut, damit das Video nicht zu lang in die Länge gezogen wird.
hol die, den Honig bei den Bienen und dann sehen wir uns an der Verkaufsstelle nochmal. Ja, ich denke mal, dann sind wir auch schon wieder bei 20 Minuten, Leute, das ist doch nicht normal. Ja, dann würde ich sagen, im nächsten Video geht es dann weiter mit dem zweiten Schnitt. Ja, mal schauen, vielleicht können wir dort schon ein bisschen... Nee, halt, im nächsten Video geht es ja schon weiter mit Kühe kaufen. Wir haben jetzt so 81.910 Euro. Muss ich gerade schauen, was kostet denn Holstein-Kuh ausgewachsen weiblich? Das schauen wir jetzt so gerade kurz. Ah, der Kerl kriegt Covid. Ja, ich mit der Maus, die bediene ich ja gerade zwischen dem Joystick und dem Ding, oder habe ich halt nicht viel Platz und deshalb kriegt der Kerl Covid. Wir sind bei Kuh weiblich, erwachsen, 28 Monate, 2000 Euro. Wenn wir 20 Stück kaufen, sind wir bei 42. Wie viel haben wir jetzt auf dem Konto gehabt? 80. Ah ja, komm. Wenn wir jetzt den Honig von den Bienen verkaufen, haben wir dann bestimmt auch nochmal um die 10.000 Euro. Nee, Bienenhonig haben wir jetzt nicht so viel. Ich habe letztes Mal schon geschaut, das waren noch keine 1000 Liter. Das war, glaube ich, ein Tag davor. Ja, das gibt uns nicht so viel. Haben wir dann die Kaufstelle? Ja, da muss ich auch mal schauen mit den ganzen Symbole, was da jetzt wieder was ist. Genau da. Honig, Stroh. Hä? Honig müsste doch auch dabei sein. Hallo? Bin ich da schon dran vorbei? Habe ich den Honig schon wieder übersehen? Der Honig. Da, wie viel Raps? Da, Honig. 1000 Liter, 2861 beim Supermarkt. Okay, ich schau mal kurz, was der Honig bringt. Aber wir verkaufen, wir sehen uns dann am Supermarkt wieder. Ja, ich bin am Shop mit dem Honig. Es ist nun mal eine Palette mit Honig unter. Die spornt dann, wenn du die erste wegnimmst. Ich schätze mal, das sind auch nochmal um die 400. Also das ist jetzt eine Palette mit 400 Liter. Und die andere, also insgesamt schätze ich mal, sind das um die 1000 Liter. Ich würde sagen, mir gäbe die... Oh ja, obwohl, ja, 1.044 Euro, 25 Euro Umweltbewertungsbonus. Ja komm, dann lassen wir der andere Honig. Da warten wir jetzt mal drauf, bis der voll ist. Ja, das war's für das Video. Ich schätze mal im nächsten, ja, da müssen wir dann, werden wir dann Tiere kaufen, Tiere füttern und dann würde ich sagen, geht's auf dem einen Feld in den ersten Schnitt. Vielleicht können wir da noch einen zweiten Schnitt runterholen, dass wir dieses Jahr schon mal genug Material haben, dass wir über den Winter kommen. Aber echt, normalerweise müsste es reichen. Okay, meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, like, nicht vergessen, abonniert doch meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.